war's. Ich würde mal sagen, dann haben wir eigentlich quasi auf gut Deutsch schon mal wieder alles befreit. Wichtig und richtig, sehr gut. Dann hätte ich gesagt gehabt, dann machen wir gleich mal das mit dem Wachmann. Die ganzen Bindungen und alles drum und dran, das machen wir jetzt einmal komplett fertig. Und dann werden wir eh sehen. Bin gespannt. Wahnsinn, oder? Aber trotzdem, das, ich werde es auch dann quasi am Ende des Tages dann sagen, weil mich stört etwas wirklich unsgeheim in dem Spiel. Und das ist das mit der Schwester. Das ärgert mich ein bisschen. Dass die Schwester irgendwie zwar ein bisschen im Fokus steht, aber sich das nie so wirklich so ganz anfühlt. Es fühlt sich immer nur so halb an. Und das finde ich gerade ein bisschen schade immer wieder. Weil du siehst immer, wie sie dann sich schleicht, alles drum und dran. Ich hätte es irgendwie geil gefunden, wenn du halt quasi gerade im letzten Akt oder so eher Seite an Seite mit ihr kämpfen könntest. Das würde ich geiler finden. Aber nein, die schleicht sich jedes Mal nach irgendeinem scheiß Missgeburtenkampf und ist schon wieder weg. Und du siehst es dann wieder für mehrere Stunden dann wieder nicht. Das finde ich dann immer wieder ein bisschen schade. Hey, ein hübsches Schwert hast du da. Hast du vielleicht Lust, als Leibwächter zu arbeiten? Also, wenn die Kohle stimmt, Bruder, ich soll dann sicher dann schon. Die Läden in der Gegend hier sind seit kurzem Opfer sogenannter Nationalisten. Zahlt man kein Schutzgeld, legen sie alles in Schutt und Asche. Jetzt mache ich mir auch um meinen Laden Sorgen. Also, was sagst du? Beschützt du meinen Laden? Ich weiß es nicht. Es kommt wirklich auf die ums Geld an. Ja, ja, wenn ein Mann in Nöten ist, definitiv. Den sackeln wir aus, den Hund. Es heißt, die Armee der Revolutionäre bereitet den Angriff auf Edo vor. Sie sind also sicher mit den Kriegsvorbereitungen beschäftigt. Natürlich will ich, dass der Shogun an der Macht bleibt. Aber dann müssen wir wohl unsere Läden in Zukunft selbst verteidigen. Er hat ja eigentlich gesagt, wir sollen ihn ja quasi schützen vor anderen. Was ist, wenn ich zufälligerweise seinen Laden ausraub? Habe ich ja eigentlich quasi noch zusätzlich eine Belohnung verdient, ja eigentlich, oder? Ich habe sie ja sein Land beschützt, aber er hat dann halt gesagt, dass ich selber mich vorher beschützen soll. Ah, doppelt Manier, moin. Ah, danke. Es wäre schön, wenn du gleich anfangen könntest, aber die Gauner tauchen bestimmt erst gegen Abend auf. Abwarten und Tee trinken und chillen und genießen. Also für Gauner sind die echt langsam. Alter, ich werde urnervös, gleich Masken auf, schauen, ob da irgendjemand am Gang ist oder Bühne gehen wir schnell, zack, 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 abstechen. Schnell rein und wieder raus, nicht auf genüsslich. Die machen auch voll auf genüsslich, oder bist du deppert? Schwule. Also wenn ich Ganon wäre, ich wäre überhaupt nicht so drauf. Beziehungsweise nur 3 Haver, das ist viel zu wenig. Viel zu wenig Ganon, viel zu wenig. Das geht mir überhaupt nicht. Du brauchst mindestens einmal 6. 2 am Gang, 2, die was gut mit irgendwas umgehen können und einer, der was die Petze ist. Und einer, der was sich reingeschleust hat. Immer 6 Leute. Ja. Der für schon? Normalerweise heißt es ja mal, warte auf die Ankunft. Ah, ich mach jetzt schon. Ich mach lieber jetzt schon. Digga, komm, stich ab, Alter, Haberer. Du wartest den ganzen Tag, Alter. Haberer, ich sehe nix. Scheiß Kamera, Alter. Fick deine Mutter mit deiner scheiß Wurzkamera, Alter. Den hätte ich so, der war so zerfickt, Alter. Oh, sexy Wirbel. Ja, mach ich. Alter, jetzt kriegt er sogar noch Hilfe. Normalerweise sollte ich helfen. Hilfe kriegen, oder? Ich bin Nachbarschaftswächter und alles drum und dran. Ja, so schaut's aus. Oh, der Wirbel. Ich hab ja gesagt, ob gegen einen Wirbel kommst du nicht an. Hoppa. Ah, ich hab mir gedacht, das geht's ja aus. Bei dem Einschlag. Hoppa. Mhm. Was ist mit dir?
Das nenne ich Nachbarschaftswache. Ja, moin. Tschüss. Nächster Kandidat. Hast du Angst oder traust du? Hoppa! Und tschüss. Ist es vorbei? Bitte, ich möchte mit dir reden. Ja, ja, reden wir über die Belohnung. Du warst unglaublich. Dein Schwert ist jedenfalls nicht nur zur Zierde da. Dank dir führe ich nun in Frieden mein Geschäft weiter. Welchen Unterschied macht das? Ich hörte, dass ein Clan aktiv versucht, die Ronin zum Aufstand zu bewegen. Aber uns normale Leute kümmert es nicht, wer an der Macht ist. Solange sie uns nur in Frieden leben lassen. Pass auch du gut auf dich auf. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Ich muss ja auf die Belohnung aufpassen, ja moin. Ob uns eh nicht verarscht. Ah, schön. Au, haben wir ein bisschen wieder was gekriegt gehabt, oder was? Was gibt's denn da wieder Schönes? Da bin ich noch nicht fertig, aber da auch schon bald. Ja, ja, also es wird... Es wird langsam was, das muss man schon dazu sagen, es wird schon langsam was. Aber jetzt ist es eigentlich, wenn wir sie ganz ehrlich sind, eh schon ein bisschen unnötig, weil jetzt bin ich schon jetzt fertig mit dem einen Stammbaum, jetzt habe ich schon die Trophäe gekriegt, jetzt ist es mir scheißegal. Jetzt ist es mir wirklich wortwörtlich scheißegal, was passiert. Oh, zu denen müssen wir auf alle Fälle mal vorbeischauen. Der hat da so eine interessante Synchronstimme. Den Typen kann ich wieder überhaupt nicht ernst nehmen. Oh, scheiße, scheiße. Der Prinz Zuko wieder wortwörtlich. Den kann ich wieder überhaupt nicht ernst nehmen, wenn der wieder redet. Das geht nicht, das geht nicht. Urschwer, urschwer. Ich hab die ganze Zeit vor Augen dann Prinz Zuko, Alter. Schlimm. Müssen wir auf? Ja, sei eine Ziege. Sei eine Ziege. Wie in Assassin's Creed. Sei eine Ziege. Du schaffst das.